gerade da sind. Ja, okay, weil die anderen fehlen vielleicht gerade. Aber es kommen Menschen ran. Die bauen ja gerade ganz fleißig Häuser. Ganz, ganz fleißig. Sind wir ja voll dabei. Jetzt ist schon wieder alles grün. Siehst du? Wir kriegen halt auch sehr schnell immer so ein paar Villager dazu. Alle paar Sekunden. Deswegen kriegen wir sowas relativ schnell immer wieder unter Kontrolle. So, das muss aber trotzdem erstmal gebaut werden. Wir haben ja nur 10 Leute, die bauen. Das sind 90 Aufträge, also dauert es einfach da. Bis es soweit fertig ist. Da, da, da. Glücklich sind sie sehr, so wie es ausschaut. Sehr, sehr, sehr. So, na, ich guck mal wieder auf die Bestände. Die zwei sind voll in den Keller gegangen, aber das wird ja gerade gebaut. Werkzeug geht nach oben. Ich denke, das wird gerade langsam alles so ein bisschen. Brot ist immer noch sehr mau. Warum? Du bist voll damit, du bist voll damit, du bist voll. Ihr seid voll am Produzieren, ihr Mühlen. So wie es ausschaut. Du bist voll, du bist voll. Du bist voll, du bist voll. Was ist mit denen? Ich glaube, die Bäckereien bräuchten mal einen zweiten Mann überall. Weil so ein bisschen an den Bäckereien scheitert. Weil die haben alles. Hm, ich denke, das scheitert eher an der Bäckerei. Okay. Jetzt haben wir hier immer ein paar Bäcker mehr. Deswegen warten wir mal. Jetzt haben wir das sozusagen verdoppelt. So. Hier können sie ganz entspannt arbeiten. Da schaut es auch wieder relativ gut aus. Wir brauchen trotzdem noch ein paar Menschen. Oh, unsere Nahrung geht runter. Aber ganz grundsätzlich geht die runter. Die sind noch 135. Ich hoffe, ich kriege das hin mit denen hier. Wo das echt nicht viel ist. Oh, die Nahrung geht runter. Oh nein. Oh nein, oh nein. 118. Wir sind aber überall fleißig am Arbeiten gerade. Oh oh. Habe ich Scheiße gebaut? Könnte sein. Könnte echt sein. Wir sollten aber hier trotzdem mal nochmal so ein Warehouse. Hier mal ein Warehouse. Ach, nicht Warehouse. Quatsch. Du machst mal Karotten. Du machst mal Tomaten. Die gehen nämlich echt runter. Oh nein. Das habe ich jetzt ein bisschen länger, glaube ich, verdrängt. Unsere Nahrung. Oh, fuck, geht unsere Nahrung runter. Fuck, geht die runter. Scheiße. Ich glaube, das habe ich echt ein bisschen verdrängt, weil es zu gut lief die ganze Zeit. Es lief halt wirklich gut die ganze Zeit. Würde ich aber trotzdem hier mal noch eine Farm herschmeißen. Die Kartoffeln anpflanzen. Und vielleicht nochmal direkt nebendran so ein Stückchen Farm. Die Kartoffeln anpflanzt. So. Dann würde ich aber hier nochmal ein Lager bauen, das Kartoffeln lagert. So, schauen wir mal, ob die Nahrung wieder hochgeht. Eieiei. Eieiei. Es fehlen Menschen. Müssen wir ein bisschen auf Nahrung mal bleiben. Müssen wir ein bisschen beobachten. Geht unser Brot jetzt eigentlich hoch? Nicht wirklich. Hm. Wo war denn... Hier war das, gell? Bäckerei.
So, immer noch mal zwei Bäcker. Schauen wir mal, ob das ein bisschen besser wird dadurch. Hier noch ein paar Bäcker hergeschmissen. Hoffen wir einfach mal. So, gut. Das haben wir jetzt alles, ha? So, Nahrung geht wieder hoch, sogar ziemlich zügig hoch. Ich denke, das haben wir gesaved, gerettet. Gut. Ja. Das hier hinten wird auch fleißig gebaut. Jetzt müsste aber auch das Werkzeug nach oben gehen, endlich mal, oder? Ja, geht nach oben. Geht deutlich nach oben. Nahrung. Brot. Ja, gut. Das geht noch ein bisschen nach unten. Ja, aber es geht hoch. Es geht hoch, denke ich. So, einfach mal warten. Wird schon werden. Das wird gerade ganz fleißig gebaut, also das sollte auf jeden Fall was kommen. Ich denke, das haben wir retten können. Grundsätzlich geht die Nahrung nach oben. Ja. Ja. Denke ich schon. Produziert wird mehr, als verbraucht wird. 65,9 wird gebraucht und 80 produzieren wir. Ja. Okay. Könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen. Aber wir forschen jetzt eigentlich eh hier. Herde und Ding, also kommt das eh dazu. Schupp. Haben wir hier irgendwas bekommen? Butcher? Smokehouse? Ranch? Pigs Cows? Ding, okay. So, eine Schweinefarm. Und hier nochmal. Warte mal. Ja gut. Hier auch nochmal eine Schweinefarm. Kommt das nicht jetzt auch mit drauf? So. Dann können wir hier drüben trotzdem nochmal hier so nochmal eine Schweinefarm. Und auch nochmal, komm. Ah. So. Dann denke ich, sollten wir nahrungstechnisch da wieder safe werden. Würde mich halt wieder stark wundern, wenn nicht. Geht eh schon nach oben. Dann brauchen wir trotzdem noch ein Schlachthaus. Ein Schlachthaus. Ein Schlachthaus. So. Machen wir mal so. Lass mich raten, das können wir dann eh hundertprozentig wieder da reinschmeißen, oder? Ja. Also brauchen wir Lagerhäuser. Ich mache immer ein Warehouse statt den Kollegen hier. Weiß nicht warum. So. So. Und so. Guck mal, Schweinchen. Ganz viele Schweinchen. Dann kommt jetzt eh nochmal Nahrung oben drauf, also dann sollte man da auch safe gehen. Hier brauchst du dann einen Nahrungsstand, also wenn du den hier mal wegmachst. Hier über mal müssen wir leider eins wegmachen. So, aber dafür können wir hier wieder und da Häuser bauen.
bis hier vor. So, dann bauen wir hier wieder Häuser. Ja, sind wir eh noch ein bisschen im roten Bereich. Uns fehlen die Menschen. So, das dauert jetzt erstmal, bis es gebaut ist. Wie schaut's aus mit Brot? Geht das rauf? Ja, geht nach oben. Geht auch alles nach oben, so ein bisschen, bis auf die Potatoes gerade. So, macht einfach mal da drüben noch ein bisschen mit, weil ich glaube... Oh nein, das ist fertig. Wir können keine Potatoes mehr lagern. Potatoes. Ach, ich glaube, es wird gerade alles nicht so transportiert, ha? Huh? Sonst echt einige fehlen. Ja, da fehlen uns ein paar Menschen. So. Aber Nahrung geht nach oben. Sogar extrem nach oben. Richtig extrem nach oben. Wie viel ist zum Bauen gerade? Ja, 67 Bauaufträge haben wir. Und 10 Leute, die arbeiten. Gut. Oder 10 Bauarbeiter. Aber tatsächlich fehlen trotzdem so ein paar Menschen. Aber ich glaube, die kommen gleich. Die kommen schon alle. Die Schweinefarbe da unten. Oink, oink. Überall, oink, oink. So, die läuft. Das wird jetzt gemacht. Hier werden dann auch gleich Häuser gebaut. Hier ist ziemlich leer alles. Ist nicht gut. Echt nicht so gut. Die sind auch nicht so zufrieden damit. Chup. 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 So. Dann wird das schon mal werden, ha? Ja, es fehlen noch Häuser. Ich hoffe, die werden bald gebaut. Eigentlich müsste ja alles da sein. Also die... Oh, nein. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Ach, ich glaube, es liegt aber daran, weil wir gerade mega viel auf einem Schwung so durchbauen. Dass wir da gerade nicht so hinterherkommen. Weil wir echt halt viel gerade gebaut haben. Wir haben das ganze Eck da auf einmal gebaut gerade. Und hier ein ganzer Schwung Häuser. Hm, muss man einfach mal kurz ein bisschen warten. Dann wird es schon wieder werden. Die Schweine laufen doch nicht freiwillig zum... Doch. Doch. Tun sie. Aus, da tropft ja irgendwas runter. Schaut irgendwie echt komisch aus. Okay. Aber ich denke, wir brauchen hier noch ein paar. So, bauen wir noch ein paar. Oink, oink, oink. Ich denke, wir brauchen hier 2, sollten reichen. Genauso wie hier. Da reichen definitiv, denke ich, 2. Wobei hier aber alle 3 beschäftigt sind. Ja komm, ist egal. Ja, hier würde ich es aber nicht machen, weil das echt wenig ist.
Das ist echt nicht groß, das Feld hier. Ah, gut. Ah, wobei, da drüben wird ja gebaut noch dazu. Deswegen, doch. Alter. Das ist wie das Grunzen. Gut. Häuser haben wir wieder. Die Menschen kommen drauf. Menschen kommen dazu. Ich würde trotzdem hier mal weiter Häuser bauen. Dann die Straße. So. Dann haben wir das eigentlich auch schon wieder ziemlich voll. Und wir kriegen wieder ein paar Menschen ran. Brauchen wir ja noch ein paar. Nahrung bei 400 irgendwas. Also ich denke, das ist immer mega safe. Gut, Brot. Geht noch. Hält sich. Wir haben auf jeden Fall was. Wir sind nicht auf Null. Das geht stark nach oben. Warum braucht Brot eigentlich immer so lang? Jetzt fehlt euch Mehl. Ihr seid hier eigentlich immer noch voll. Also vielleicht nochmal eine Mühle, ha? Nochmal eine Mühle. Gut. Wir lassen mal alles so wieder ein bisschen erholen. Auch wenn gerade viel gebaut wird noch. Wir lassen das alles mal kurz ein bisschen zur Ruhe kommen. Das, denke ich, wäre das Sinnvollste gerade. Ja, einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. Wie schaut's bei dir aus? Ach, guck mal, du hast ja mehr als genug. Du hast ja wirklich mehr als genug, mein Freund. In der Taverne. So. Was fehlt denn hier immer? Es fehlen tatsächlich ein paar immer. Und warum? Hm, auf jeden Fall passt so. Gut, Ach hier, dann Wolle. Käse. Oder machen wir Medizin? Was machen wir hier als nächstes? Machen wir mal Käse, komm. Die Frage ist nur, wo packen wir das mittlerweile hin? Ja. Gut, wo packen wir das hin? Es wird langsam ein bisschen eng. Machen wir hier die Straße weiter. So ein bisschen. Dann brauchen wir hier wieder eine Ranch. Wo war sie? Jeez. Stopp. Kühe. Auto-Saving. So. Und dann würde ich sagen, trotzdem nochmal kommen. Eine Ranch geht immer noch. Ja, oder? Warte mal. Ich hau die so dazwischen her. So. Dann... Käsekern halt. Der
das. Und eine Käsepresse. Dann. Chup, chup. Chup, chup. So. Warte mal. Chup, chup. Chup, chup. Chup, chup. Mal kurz gucken hier. Chup, chup. Und, ach, da ist schon der nächste. Chup, chup. So. Ach, von mir aus hier oben noch die Reihe. Komm. Habe ich hier keine Straße gebaut hier zwischen? Doch. Habe ich vergessen. Gut, dann kommt jetzt noch Käse dazu. Das heißt, ich muss aber hier... Lass mich raten. Nee, natürlich. Ein Häuschen abreißen. Hier wieder ein Häuschen abreißen. Hier wieder ein Häuschen abreißen und hier wieder ein Häuschen abreißen. Jetzt haben wir wieder welche, die kein Zuhause haben. Ach du Scheiße. Es ist natürlich eins weg, weil es da irgendwie doof hin platziert ist oder wollte. Muss ich erstmal überlegen. Baut mal. Muss ich erstmal gucken, was dann hier fehlt. So, die bauen ganz fleißig. Die Kühe werden ja nicht geschlachtet, genau. Production Output Milk. So. Langsam wird die Insel doch ein bisschen kleiner. Ich einfach gesagt, ach, das reicht uns wohl wie lang und da haben wir eh keine Probleme. Ich nehm's zurück. Ich nehm's echt zurück. Achso. Mac Cheese. Genau. Das ist schon auch abreißen und da ist auch eins abreißen. Das ist auch schon unterwegs. Ich weiß nicht, was fehlt. Ich denke, das fehlt. Jo. Das fehlt. Chup. So. Gut. Na, schau mal. Cheese. Chup. 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 Hier oben müsste Käse ja schon dabei sein. Jo, ist es auch. Dann müssen wir erstmal da oben wieder aufbauen. Dann kriegen wir wieder ein paar Menschen ran. Hier habe ich mich auch anscheinend einmal verklickt. So, Käse kommt auch. Auch schon on the way. Dann brauche ich eh wieder ein Lagerhaus für Käse. 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 So viel übrigens zu dem Thema, wir beruhigen uns mit dem Bauen. Nix tun wir. Ich gebe die ganze Zeit Vollgas. So. Da. Bis... Da wird's nicht gehen. Jo. Hier können wir auch ganz normal hinterziehen. Zwei Reihen. So, aber jetzt machen wir erstmal das. Soll erstmal das gebaut werden. Dass wir wieder ein paar mehr Menschen ranbekommen. Dass die wieder mehr arbeiten können und dadurch wieder glücklicher werden. Auch, dass alles ein bisschen besser verteilt wird. Die Straße hier kann zum Beispiel weg. Genauso wie die hier. Schaut nicht doof aus. So.
Unser Dörfchen ist doch langsam groß und schön, ha? Huh? Es wird immer größer. Die sind schon fleißig beschäftigt damit. Ja. Die sind gerade fertig geworden. Also ich glaube einfach, es dauert ein bisschen. Bis alles so ein bisschen verarbeitet wird. Lass uns mal laufen. Dann können wir weiter gucken. Alter, Werkzeug ist krass. Mir viel Fleisch, nicht so viel. Gut, Feuerholz geht runter. Wirklich? Oh ja, klar. Ich sollte mal unten nochmal einen Feuerholz-Cutter herschmeißen. Woodcutter. So. Gut. Dann läuft das doch alles schon mal ein bisschen los, hm? So. Ah, gut. Das läuft, würde ich sagen, soweit. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen runtergeht, wenn wir gerade wieder Häuser bauen. Aber da bauen wir gerade nochmal einen. Brot geht nach unten, das restliche. Aber gut, wir haben dafür zwei neue Nahrungsquellen dazu gekriegt. Also eigentlich müsste es nach oben gehen. So, was haben wir denn jetzt noch ein bisschen? Hier, Bricklaying. Glasblock. Was ist denn Bricklaying? Jo, Bricklaying. Jetzt können wir hier sowas machen. Dafür brauchen wir Bricks. Wo werden denn Bricks gemacht? Road Constructed Bricks. Grassland, ja. Wo werden Bricks gemacht? Hier ist klar, dass es nicht ist. Hier. Ah, Brickworks. Brickyard. Also auch, wo wieder Clay ist, ha? Huh? Quarry. Wo wäre denn Clay? Ja gut, hier hinten halt. Chup. Clay Pit. Sand Pit. Ja, wir müssen bei Clay Pit bleiben. So, chup, chup. Und der braucht... Ach, der braucht auch Sand. Ah, okay. Wenn der Sand auch braucht, dann muss ich trotzdem hier nochmal einen herschmeißen mit Sand Pit. Was schwierig ist. Was schwierig ist. So, mach mal du noch Sand hier. Dann soll der hier mal Clay und Sand holen. Und hier drüben machen wir... Sand. Aber da ist ja sehr viel Sand da. Dann macht er hier Sand. Sollte hier Sand rausholen. Können wir tatsächlich noch eine Quarry hierher schmeißen eigentlich. Mit Sand. Und das dann nicht komplett überflüssig so ein bisschen. Soll ich hier auch noch ein bisschen mit Ding rausschmeißen. So. Und der hier holt hier halt auch mal Clay und Sand raus. Gut. Eigentlich in der Stadt wenig bauen, aber jetzt muss man es trotzdem. Brickyard. So,
brauche, glaube ich, hier, ich nutze jeden verfügbaren Platz. Ich nutze jeden verfügbaren Platz gerade, den wir noch so ein bisschen frei haben. So, dann gibt es jetzt auch Bricks. Jetzt hat nämlich echt den Fall. Na doch, nee, das müsste der richtige gewesen sein. Bricks. Jeden freien Zentimeter, den wir noch haben. So. Hier geht's echt ab mittlerweile, ey. Was hier produziert wird, das ist nicht mehr normal. Was abgeht hier? Kurze Sache, das Spiel heißt Mikrotown. Also. Da ist nicht mehr so viel Mikro. Okay. Das schaut auch relativ safe jetzt aus. Ich glaube, da fehlen uns trotzdem immer noch ein paar Menschen. So. Der macht das hier, denke ich, ganz gut. Gut, Clay Output ist nicht so prickelnd. Aber wir können hier jetzt einfach nochmal so. So, dann packen wir. Müsste reichen bis dahinter. Ah, okay, der nicht mehr. Das Haus muss weg. Dann mache ich so. Dann ist das auch schon wieder komplett bis runter. Wir kriegen aber nochmal ein paar Männchen ran. Ein paar Menschen. So, machen wir hier auch noch. Dann ist das, denke ich, soweit erstmal safe. So. Sollen sie hier noch ein bisschen bauen? Und vielleicht mache ich hier trotzdem nochmal eine Query mit her. Hier. Der nicht an den Sand rankommt, aber das ist nicht so schlimm. Der kommt aber wenigstens an den Clay ran. So. Gut. So, da können wir auch die Straße machen, weil die eh da durchlaufen. Käse ist voll. Die sind zu langsam. Also brauchen wir nochmal ein paar Cheesemaker. So. So, haben wir noch ein paar Cheesemaker hier hergestellt. Dann sollte es hinhauen. Alter, was für eine Bewegung hier mittlerweile unterwegs ist. Am 800 Leute können wir übrigens in die Stadt mittlerweile reinlassen. Was schon eigentlich viel ist, denke ich. Nahrung geht gerade wieder ein bisschen runter. Aber ich bin gerade dabei, eigentlich wieder so Nahrung auszubauen. Weil ich ja noch auf Cheesemaker gegangen bin. Output Milk? Was? Output Schweinchen? Ihr seid, ja, ihr seid voll damit, aber. Ihr seid richtig voll damit. Also ihr bräuchtet eher mehr, die euch das abnehmen oder Leute, die es transportieren, oder? Das schaut aber alles mega voll aus. Wenn ich hier nochmal einen Smoke. Wird aber nichts bringen, oder? So, nochmal ein Smoke-Ding mit her schmeiß. Einfach mal probieren. So. Euch fehlt an Mehl. Euch fehlt es an Mehl. Warum fehlt es euch so an Mehl? Naja, euch fehlt es halt an Mehl, weil wir zu wenig
Windmühlen haben. Also bauen wir noch ein paar Windmühlen. Tschup. Tschup, tschup, tschup. So. Ah, die Nahrung geht runter. Die Nahrung geht hart runter. Oh, oh. Oh, oh. Die geht echt ordentlich runter. Eieiei. 100. Gerade eben hatten wir noch mega viel. Und zum Schluss muss man sagen, echt, das von hier sind eigentlich safe zu, oh oh, geht sehr schnell. Geht sehr, sehr schnell. So. Lass mich mal kurz gucken. Karotten gehen runter, Tomaten gehen runter, geht alles runter. Naja. Einfach mal abwarten. Jetzt können wir Brick Lanes machen. Mit tatsächlich so ein paar Hauptstraßen. Echt halt Brick Lanes machen. Aber nicht übertreiben, sondern es ist erstmal nur so ein Stück. Ich glaube, so viele Bricks haben wir gar nicht. Ich denke, wir haben echt nicht so viele. Will ich jetzt auch nicht übertreiben, weil tatsächlich Brick Lanes, gut, die brauchst du halt, oder die Bricks brauchst du nicht so oft. Sollen sie sich immer so nach und nach immer so ein Stück bauen. So. Aber, oh, wir haben tote Menschen. Ich glaube, es liegt aber an der Nahrung. Wenn ich jetzt mal trotzdem... mal wieder einen Gärtner und sowas herschmeiß. Mal wieder einen Gärtner. Vielleicht hier drüben dann halt wieder eine Farm. Mit Tomaten. Nicht mit Tomaten, sondern mit Kartoffeln. So dass halt das einfache, easy Zeug mal ganz schnell da ist. Der Friedhof. Oh nein. Es sterben echt Menschen. Die Nahrung ist halt eher mau. So, aber da schauen wir mal, dass wir reagieren. So, wir schauen weiterhin da drauf. Das schaut aus, als ob es endlich mal ein bisschen verarbeitet wird. Das ganze Mehl, okay. Also die Bäcker kommen auch mal ein bisschen mehr voran. Es scheitert aber immer noch so ein bisschen am Mehl. Aber warum? Ich denke, es ist Transportsache gerade hier. Du bist voll mit Schwein und du auch. Und ihr kommt tatsächlich nicht hinterher damit. Also sollten wir vielleicht nochmal hier so ein Smokehouse. Smokehouse herpacken. Chup, chup, chup. Chup. Vielleicht nochmal ein Smokehouse. Chup, 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 chup. Und nochmal ein Smokehouse. So, dann sollten wir aber, denke ich, genug haben. Haben wir noch ein paar Smokehouses? Wie schaut es bei euch aus mit Kühen? Output 0. Okay. Okay. Bei euch. Ihr seid voll mit Milch. 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 Also, wenn wir... trotzdem nochmal... gesehen, da scheitert es eher so ein bisschen dran. Nochmal so 1, 2 so Cheese-Kollegen herschmeißen. Nochmal 2. Dann kriegen wir das wieder nach oben, denke ich.
Hoffe ich. Hoffe ich zumindest, dass wir das wieder noch umbringen. Okay, guck mal, die Straße ist fertig. Deswegen mache ich mal bis hier vorne, bis zu dem Knick weiter. Die nächste Straße hin. Dann bauen wir so nach und nach so ein bisschen aus die Straßen. Nahrung hoffen wir einfach mal, dass sie wieder nach oben geht. Dass wir die wieder nach oben bekommen. Ich denke eher so ein bisschen. Warum scheitert sie? Ja, gut, die sind jetzt nicht unglücklich alle. Okay. Na, da liegen schon Ziegelchen. Oh. Da ist aber noch welcher da. So, dass wir das so nach und nach ausbauen. Die Straßen. So, wir sollten aber trotzdem mal warten, dass einfach mal überall wieder ein bisschen was da ist. Einfach mal ein bisschen abwarten. So, da können wir auch mal voll durchstarten. Da schaut es nicht auch so ein bisschen mau aus. Mit dem Holz gerade. So. Ich glaube, Ziegel brauchen die echt einige für so einen Ziegelweg. Ich sehe da öfters mal was hintragen. Nicht nur einmal und dann. Vier Stück? Och, vier Ziegel für eine Ziegelstraße, okay. Dann geht die geht der ganze Transportweg nochmal einen Ticken schneller. Aber warum die Nahrung so runter geht, verstehe ich nicht. Die erholt sich auch nicht, obwohl wir viel, viel, viel auf Nahrung bleiben. Viel, viel, viel. Ist jetzt nicht so, als ob wir damit aufhören die ganze Zeit. Hier nochmal. Warte. Mal einen Gärtner her. Gärtner ist die einfachste Variante, um schnell zu reagieren, denke ich. Stopp. Hey. Da schnell mal ein bisschen was herzupacken. Packe ich da noch einen her? Auch mit drei Leuten. Tomaten. So, ich denke tatsächlich. So. Soll er mal hier ein bisschen arbeiten oder sollen sie hier mal ein bisschen hantieren? Gut. Dass die Nahrung wieder raufgeht. Schaut aber gut aus. Dass wir die gefangen haben und wir bleiben mal auf der Nahrung spezialisiert. Oder halt unser Fokus bleibt mal auf der Nahrung. Nächste Straße ist wieder fertig. Könnten wir eigentlich trotzdem gleich mal wieder weitermachen gleich. Mal ein bisschen hoch. So ein paar Meter. So. Schauen wir mal. Da wird gerade ganz fleißig gebaut. Die Gärtner hier arbeiten gleich auch ganz fleißig. So, wie schaut es hier aus? Euch fehlt Ham. Vielleicht nochmal einen Butcher. Ja, können wir auf jeden Fall nochmal einen herpacken. Denke ich. Euch fehlt Milch. Ach,
Auf einmal fehlt euch Milch. Ist euch aber bald eingefallen, ha? Dann machen wir trotzdem nochmal. Wo ist es denn? Eine Ranch. Hierher. Kuh. So. Bis hier. So. Dann kommt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Käse ran. Keine Ahnung, wie mache ich das hier? Eigentlich bräuchte man vielleicht hier nochmal eine Ranch mit ein paar Schweinchen, ha? Machen wir hier noch mal eine Ranch mit Schweinchen. So. Ah, die Bricksstraße ist auch schon fertig. Da haben wir auch. Wie viel haben wir da? 19. Ja, warten wir mal kurz. Machen wir noch keine Straße weiter. Erstmal noch ein Minütchen warten. Gut. Nahrung geht wieder rauf. Ich habe mal einigermaßen gut reagiert. Glaube ich, hoffe ich. Da kommt dann jetzt noch mal ein bisschen Milch ran. Hier dann noch mal Schweinchen. Das sollte hinhauen. Wir können eigentlich mal Glas weitermachen. Glasblasen. Glasblower. Sand und Kohle, was ja ganz gut ist, weil das, wenn das hier braucht. So, den mal hier eine Straße rüberziehen. Wo war denn der jetzt? Hier. Dann mache ich mal hier noch eine Quarry hin. Hier. Mit Sand. Dann ziehen wir mal hier die Quarry hoch. Den Weg nicht. Bauen hier noch eine Quarry hin. Chup. Quarry. So. Kohle. Und nochmal Sand. So. Sand. Gut. Dann haben wir nochmal Glasbläser und so. Glas. Okay. Müssen wir das hier auch verkaufen? Nein. Okay. Gut. Gut. Ich weiß nicht, wofür ich Glas brauche, aber gut. Das werden wir schon rausfinden. Das werden wir schon rausfinden, wofür wir das brauchen. Ich glaube, fürs Monument eigentlich nur. Monument. Brauchen wir noch Bookbinding für? Monuments Construction. Die könnten wir eigentlich auch machen. Papers. Stopp. Da ist jetzt irgendwo hier dazu kommen. Dieses Codex. Game Knowledge. Okay, Knowledge ist nicht so, was wir brauchen. Records. Scribe. Records Information as Codex from the library made. Empty Books. Made by a Bookbinder. Machen wir mal das Monument.
Oh. Damit können wir, haben wir dann schon gewonnen, oder was? Monument. Okay. Also Glas sind wir jetzt eh gerade am fertigen. Bricks kommen. Sollten wir haben. Oder halt ziemlich viel davon schon. Stone Slab sowieso. Okay. Und da müssen wir mal dann durch, oder was? Okay, was fehlt uns denn noch? Ja gut, Books wäre halt für Ding. Wolle, Medizin. Okay. Craft Books. Wo ist denn der Bookbinder? Ist der hier? Paper Mill. Pulp Mill. Okay. Also dann müsste ich, warte mal. Jetzt halt hier. Ist ja egal, können wir ja daher schmeißen. Chup, chup. Dann. Brauchen wir aber auch noch mal einen Brunnen und ein Wasserlager. Halt, ich muss ja gleich wieder abgehen. Chup. Ein Bookbinder. So. Machen wir das so. Bücher geben für mich halt jetzt so wenig Sinn gerade. Das schaut ganz gut aus, denke ich, dass wir es schon so hinbekommen, ne? Hoffe ich zumindest, dass das funktioniert und wir das so hinbekommen wollen. Ja gut, bauen ist gerade wieder viel, aber die sind auch schon wieder gut dabei. Muss halt viel transportiert werden, hierher transportiert werden erst noch. Guck mal, der braucht natürlich wieder Kleinkram nebenbei. Du natürlich auch. Und du nicht. So. Einfach mal abwarten. Warum fehlt die Kohle? Muss doch tatsächlich eigentlich mehr als genug produziert werden. Wird schon klappen. Okay, dann haben wir das. Die machen gerade schön das Zeug. Wir kriegen unsere kleine Aufgabe mit den Books zu Ende. So, dann machen wir einfach nochmal Kohle draus. Der hier nochmal Kohle ab. Gut. Was hier jetzt abgeht, hey. Krass. Muss ich wirklich sagen, was abgeht hier, krass. Vier Bücher haben wir schon. Das Monument fehlt. Nur noch Glas. Aber dem Glasbläser hier, ich habe zwei Stück gemacht, mir fehlen beide Kohle. Was doof ist. Kohle ist eigentlich echt da. Ja, auch noch ein paar Mal Kohle draus machen. Und vielleicht noch mal eine Quarry. Hier oben dann einfach. Und da komplett weiter Kohle abbauen lassen, hier so. Machen wir das auch noch zu Kohle. So, einen Steinweg bis hierher. Gut. Dann machen die das schon.
glaube, es fehlt an sich ein bisschen an Kohle, kann das sein? Es könnte sein, denke ich. So grundsätzlich ein bisschen Kohleknappheit herrscht. Könnten wir trotzdem nochmal hier eine Quarry herschmeißen. Mit Kohle. Und du. So. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Kohleabbau. Gerade. Denke ich mal. Denke schon, ja. Könnten wir zur Not hier auch trotzdem nochmal hier eine Curry herschmeißen, ne? So. Dann auf jeden Fall. Also dann wirklich auf jeden Fall. Okay. Warum macht ihr nicht weiter? Weil ihr hier voll seid. Wo lagere ich denn Bücher ein? Oder kann ich die nur wieder direkt verkaufen? Nein, tatsächlich nicht. Ich brauche dafür wirklich... Kann das sein, dass ich wirklich den brauche? Ich muss nur finden, wo ist er denn? Ah, jetzt wollen wir trotzdem hier nochmal ein paar Meter Straße ranpacken. Kann das sein, dass ich echt den Kollegen hier brauche? Schriftsteller, würde ich sagen. Und dann hier Bücherei. Ja gut, dann Bücherei. Gar nicht so übertreiben mit den Büchern, weil Knowledge brauchen wir oder halt Wissen brauchen wir kaum. Wir kriegen durch die Forschung die ganze Zeit mega viel Wissen hier. Das bisschen was fehlt hier, das wird man kriegen, wenn ich das hier, denke ich, habe. Gut. Was fehlt hierfür jetzt noch? Glas. Bricks müsste auch schon wieder sein. Ja, Bricklager ist aber voll. Ja, pass auf. Wenn das Bricklager voll ist, machen wir hier zu Ende. Die Straße hier. Und die Straße hier runter. So. Dann sollte die zwei Straßen mal machen. Dann müssen die Bricks eigentlich relativ schnell wieder... Bricks braucht auch Kohle. Jetzt ist es halt erstmal richtig angelaufen erst. Sollen die das mal zu Ende machen? Hier fehlt halt nur ein bisschen Glas. Ich denke, das ist die Siegesbedingung. Ich denke... Das ist tatsächlich nur die Siegesbedingung. Nahrungstechnisch ist übrigens ziemlich safe. Sind wir bei 300. Das haben wir in den Griff gekriegt. Und in den Griff bekommen. Nice. Damit haben wir jetzt gewonnen. Happiness. Mit dem Monument. Und vor allem, wir könnten halt noch eins bauen. Ich denke, das war gerade die Siegesbedingung. Jetzt können wir halt weiterspielen. Okay. Mit Happiness werden sie wieder produktiver, oder? Von Building, 30 von Monument. Okay. Ich jetzt noch eins bauen? War halt gar nicht so... Ach, ich kann es gar nicht mehr bauen. Ah, guck mal, ich kann das Monument nur einmal bauen. Okay. Können wir hier noch die Straße halt auch noch einen Meter ausbessern, mal bis hier. Bei Bricks haben wir ein paar. Also das hier ist jetzt leer, aber das ist noch voll. Könnten wir glaube ich sogar. Bauen wir hier komplett so mal rum. Also ich würde sagen, dann haben wir das Spiel, zumindest das, was bis jetzt da ist, durchgespielt. Alles, was wir noch machen können, ist halt Ding. Und so viel Platz haben wir jetzt auch in der Insel auch nicht mehr. Aber da würde ich mal sagen, war das ein schönes, kleines angezockt bis jetzt. Alles viel weitermachen können wir nicht mehr. Medizin, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wir kriegen die Knowledge, um beides, fast beides zu bekommen. Ja. Dann würde ich sagen... Okay.
Ja, gut, ich wollte auch mal anspielen. Main Menü. Yes. Hier, das sind die Patch Notes. Da. 28. April, 26. April, 21. April. An dem wird noch ganz, ganz fleißig weitergearbeitet. Und da kommt auch noch einiges dazu. Wir schauen es uns vielleicht im Stream nochmal an. Tatsächlich war das jetzt hier so ein kleines angezockt Mikrotown. Ich kann es nur empfehlen. Die nicht mal 10 Euro sind da jetzt nicht unbedingt schlecht investiert. Und ja, das Spiel hat Potenzial. Und mal schauen, was noch draus wird. Damit sage ich Tschüss.